Punktrechnung vor Strichrechnung. Au! Ja. Wir sind wieder beim Rechnen. Wir beschäftigen uns heute mit zusammengesetzten Volumen. Danach gehen wir ein Eis essen. So, gegebenenfalls folgender Umstand. Und zwar, jetzt kommt zuerst die Skizze. Ich habe hier was, das sieht ungefähr so aus. Und lass es ein Turm sein oder weiß der Kuckuck was. Und das ganze Ding ist von hier bis hier, meinetwegen 20 Meter hoch. Es ist von hier bis hier, naja, 5 Meter breit. Hier 6 Meter breit. Und hoch ist das ganze Ding nochmal 10 Meter obendrauf. So sieht's aus. Also das ist erstmal die Grundannahme. Das heißt, hier haben wir ein Dach drauf, ne? So, schön, jawohl. Und der Rest ist dann irgendwie ein Gebäude, was ziemlich grau geworden ist im Laufe der Zeit. So kann man sich ungefähr sowas vorstellen. Und jetzt steht das da in der Landschaft rum und Architekten sagen dazu, man sucht den sogenannten umbauten Raum. Falls ihr das Wort mal später wieder hört, umbauter Raum, der ist gesucht. Jetzt wissen wir aber alle, umbauter Raum bedeutet, Raum, das ist ein Volumen, ne? Also suchen wir V. Und umbaut heißt, wir suchen praktisch alles, was von den äußeren Abmessungen abhängig ist. Das heißt, Außenmaße sind wichtig, ne? Die Außenmaße, die bestimmen das Volumen. Wir wollen nicht wissen, wie dick die Mauern sind oder so, sondern bezogen auf die Außenmaße suchen wir das Volumen. Jetzt Lösungsvorschläge. Wie gehen wir da ran? Es gibt ja offensichtlich keine Formel für alles, ne? Also, was machen wir jetzt? Genau, es geht darum, also hier das waren die 20 Meter. Das ist ein sogenanntes Reihenmaß. Das macht man nicht, aber die Architekten dürfen das. und zwar, wir sagen, unsere Grundannahme, und das schreibt man auch so auf, V ist gleich V eines Quaders plus V der Pyramide. Genau. So, jetzt entwickelt ihr die entsprechenden Formeln. Und ich mache in der Zeit Pause. Und wenn ihr die Formeln aufgestellt habt und die einzelnen Volumina ausgerechnet habt, dann könnt ihr sie zusammenrechnen und sind wir fertig. In der Zeit mache ich Pause, damit das Video nicht so lange mitläuft. Genau, wir haben eben gerade zusammengestellt, wenn wir das einzelne rechnen wollen, hier ist es einfach. Wir können uns also den Quader so vorstellen, als einzelstehendes Gerät. Der hat eine gleiche Grund- und Deckfläche, wenn ich hier oben das olle Dach abnehme. Ne, dieses Dach hier oben drauf. Diese Pyramide, wenn ich die abnehme, dann habe ich den Quader alleine stehend. Und dann kann ich sagen, gut, ist schön. Hier ist es leicht, hier habe ich eine Grundfläche, die sieht man jetzt hier nicht. Aber die Grund- und Deckfläche, die sind gleich. Also kann ich sagen, V des Quaders ist also Grundfläche mal Körperhöhe. Und hier sage ich eigentlich das Gleiche. Hier sage ich, die Grundfläche, die man jetzt nicht sieht, V ist also Grundfläche mal Körperhöhe. So hoch ist das Ding. Aber da ja jetzt hier außenrum viel fehlt, ne, hier, das kann man sich so vorstellen, dass hier eigentlich außen mal ein richtiger Quader drum war, aber das Ganze, was oben, was jetzt nur so hohl angedeutet ist, das fehlt, sagen wir, ein Drittel des Ganzen ist das echte Volumen. Na los, schießt los. So, gut, jetzt habe ich die Formeln, die stehen hier, ne? VQ, wie Quader ist Grundfläche mal Körperhöhe. Da habe ich das dann entsprechend hier mit Leben erfüllt. Nochmal zum Zeigen, wenn ich 6 Meter mal 5 Meter nehme, dann habe ich die Grundfläche hier. Das ist die Grundfläche hier unten. Und wenn ich dann noch sage, da ja die Deckfläche genauso aussieht und die Pyramide da so draufsteht, muss die ja auch 6 Meter mal 5 Meter entsprechend Maße haben. Bloß, dass sie eben 10 Meter hoch ist. Also sind die 6 Meter mal 5 Meter hier auf der rechten Seite auch die Grundfläche. Mal Körperhöhe 10 Meter, denn die Pyramide ist nur 10 Meter hoch. Und ein Drittel, weil ja so viel fehlt, wie ich schon eben gesagt habe. Jetzt mache ich kurz wieder Pause und wir rechnen fertig. So, und wenn man das jetzt hier ausrechnet, 6 mal 5 ist 30 mal 20 sind 600, Meter mal Meter mal Meter sind Kubikmeter. Hier habe ich gleich gekürzt, ein Drittel und die 6, das passt super.
Demzufolge habe ich 2 mal 5 mal 10, das sind dann 100, Meter mal Meter mal Meter wieder, Kubikmeter. Und wir hatten ja oben gesagt, unsere Ausgangsüberlegung war V des ganzen Gerätes hier, Gebäudes, ist V Quadrat plus V Pyramide. Kurz nochmal zur Erinnerung hingeschrieben, ne? Das muss jetzt nicht sein, aber das schreibt man dann nochmal hin. Und 600 und 100 zusammenzählen ist ganz leicht. Achtung, da entstehen nicht Meter hoch 6, denn ich addiere. Das ist der Name des Ganzen. Ich mach das nochmal deutlich. Das hier ist der sozusagen wie eine Art Nenner. So ähnlich, ne? Kann man das bezeichnen. Und demzufolge, wenn ich zum Beispiel ein Viertel plus drei Viertel rechne, habe ich 1 plus 3 ist 4 Viertel. Und hier habe ich 600 Kubikmeter und 100 Kubikmeter. Die Einheit bleibt so. Daher kommt das. Im Normalfall würde man jetzt noch einen Antwortsatz schreiben. Wir verzichten in diesem Fall darauf. Jetzt geht es um was Ähnliches. Wir sind wieder im Bauen. Wir wollen ja dann später uns das Gebaute alles angucken. Beim Eise. Und zwar, wieder ein Architekt hat folgenden Mini-Auftrag. Da freut er sich auch gleich drüber. Und zwar soll er lediglich den Rohbau errichten lassen. Rohbau, und zwar auch nur die Mauern einer Garage. Diese Garage sieht wie folgt aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das dann hinkriegt. Natürlich ist die Garage aus entsprechenden Steinen gemacht, ne? So. Und wenn ich schon eine Garage habe, dann muss ich auch reinfahren können. Das heißt, hier ist noch ein Tor ausgeschnitten. So. Und hier sieht man, wenn man reinguckt, sieht man, dass die wirklich entsprechend Wände genommen haben, ne? Nicht irgendwelchen Quatsch. So. Und jetzt folgende Maße. Der hat die 10 Meter lang zu bauen, diese Garage. Er hat sie 4 Meter breit zu bauen. Und das Tor soll ausgeschnitten sein mit 2 Metern. Und jetzt zur Gesamthöhe. Das Dach kommt später drauf. Zur Gesamthöhe, das sind 3 Meter. Und damit auch ein schönes großes Auto reinfahren kann, hat der. Ne, warte mal, das mache ich mal ein bisschen bunter, damit das besser auffällt. In dunkelblau soll das Tor also 2 Meter hoch sein. Und ich mache mal das hier auch blau. Kleinen Moment, dann sieht man das besser. Nicht, dass ihr euch jetzt wundert. Gesundheit. Nochmal zur Erinnerung. In die Tiefe geht bei dreidimensionaler Darstellung geht in die Tiefe, alles was in die Tiefe geht, wird nur halb so groß gezeichnet. Deswegen sind die 2 Meter hier kürzer gemalt, ne? Das wissen wir noch. Also Tor 2 Meter hoch, 2 Meter breit, ganze Garage 4 Meter breit, 10 Meter lang und der Rohbau nur aus den Steinen. Später kommt ein Dach drauf. Das ist jetzt aber nicht wichtig, ist 3 Meter. Wir möchten jetzt aber das Ziegelvolumen haben und zwar ist die Wand. Hat die Wand eine Dicke, das mache ich mal in dunkelgrün. Die Wand hat eine Dicke von, wir nehmen mal 30 Zentimetern. 30 Zentimeter. Ich möchte jetzt nicht 24er und ähnliche Wandgrößen nehmen oder 36, sondern wir nehmen es mal jetzt rund 30 Zentimeter. Gesucht ist, ich mache es extra in grün, das Volumen der Steine, die dafür nötig sind. Wie viel Steinvolumen? Wir waren ja jetzt letztens mal draußen und haben uns das angeguckt. Da waren die Steine so auf Paletten gestapelt, ne? Und dann haben wir gesagt, wie viel Steine müssen auf den Paletten sein. Das Volumen der Steine, ne? Darum geht es. Also, wie viel Bausteine brauchen wir, damit wir diesen Rohbau fertigen können? Das ist der Haken. So. Also, ich habe die Steine nochmal schnell grün gemalt, ne? Es geht um die. Das Volumen der Steine, wie viele Steine brauche ich wirklich? Jetzt gibt es ein bisschen, sagen wir mal, Ordnungsbedarf. Ich mache mal Folgendes. Nee, ich schreibe das mal so rein. Diese Wand hier, diese hier, dazu sage ich Wand Nummer 1. Die gibt es nochmal. Wo ist denn die? Die ist hier hinten nochmal genauso groß, stimmt's? Gut. Diese hier heißt Wand Nummer 2. Die gibt es theoretisch auch hier nochmal, aber
wir sagen mal, ja, 2, nee, können wir gar nicht sagen, weil da fehlt ja was. Also sagen wir nicht 2, sondern sagen wir Wand Nummer 3. Denn die ist ein bisschen besonders. Und jetzt überlegt mal, wie man Wand 1 und Wand 2 berechnen kann. Wand 3, ich meine nur das Steinvolumen. Und dann, Wand 2 und dann die dritte Wand nochmal extra. Jetzt überlegt nochmal und das schreiben wir mal auf. Na? Wenn ich die Wand 1 hier hinkippe, einfach so, bums, umkippe. Hier, ne? Hier ist so umgekippt. Dann sieht es so aus und dann muss ich eigentlich was machen? Dann muss ich das hier, damit ich die Gedanken behalte, hier auch wieder grün machen. Demzufolge habe ich was für ein Maß? Wie viel? 30 cm, genau. Und die anderen Maße, die kann ich mir jetzt denken, ne? Wenn sie nur umgefallen war, dann sind hier wieder 10 Meter und diese Wand, diese Länge sind dann 3 Meter, ne? Okay. So, Achtung, wir müssen dann bloß hier hinten aufpassen. Okay. Pause. Unser Gesamtvolumen, die Lösung, besteht also in Folgendem. Wir sagen, dass V Steine, VST, ist gleich V1 mal 2. Einverstanden? Ne? Zweimal die umgekippte Wand. Die ist einmal hier vorne und einmal hier hinten. Bis dahin noch klar? Plus was? Wie geht's weiter? Plus? Wand 2, ne? Also V2. Das wäre die hintere Wand. Da müssen wir bloß ein bisschen aufpassen. Plus V3. Bis dahin noch klar, ne? Und V3 hat eine Besonderheit. Und jetzt müssen wir die einzelnen Wände letztendlich berechnen. Fangen wir mit V1 an. Da habe ich eben schon einen Tipp gekriegt. V1 ist also ganz leicht. Jetzt ist die Grundfläche 10 Meter mal 3 Meter, ne? Wenn ich die hingeschmissen habe, ist die Grundfläche viel ganz anders. Sonst wäre sie 10 Meter mal 0,3 Meter hochgestellt. Aber jetzt heißt die Grundfläche 10 Meter mal 3 Meter. 10 Meter mal 3 Meter mal wie viel Meter? 30 cm sind? 0,3 Meter, na klar. Gesundheit. So, das ist leicht. V1 kriegen wir raus. 10 mal 3 ist 30 mal 0,3 ist nicht 90, sondern wieder 9. Oder wie? Oder was? Nur das sind 9 Kubikmeter, das ist nicht schlimm. Das werden wir dann hier oben einsetzen. Das ist unsere Hauptlösungsformel, da kommen wir dann drauf. V2, darum geht's. Wie geht das? So, Achtung, wir haben jetzt hier eine kleine Besonderheit. Ich mache das mal in Rot. Wenn ich diese Wand hier abgeklappt habe, dann ist die hintere etwas kürzer geworden. Die ist also nicht mehr 4 Meter, sondern es fehlen 2 mal 30 cm, also 60 cm fehlen. Das heißt, die ist bloß noch 3,4 Meter lang. Ne, diese hier, die hintere. Also, wenn ich die jetzt hinschmeiße, ich schmeiße mal diese Wand auch hin, hier die hintere, dann liegt sie hier hinten rum. Die ist jetzt hingeworfen worden. Na. Und sie ist hier nur noch 3,4 Meter groß. Sie ist hier trotz alledem genauso hoch geblieben, 3 Meter. Und sie ist dick, trotz alledem 30 cm. Also ist nichts Schlimmes passiert, ne? Die Höhe bleibt da, die Körperhöhe bleibt in diesem Fall 0,3 Meter. So, setzen wir es mal zusammen. Also, das sind 3,4 Meter mal, was hat man gesagt, 3 Meter. Das ist die Grundfläche mal 0,3 Meter. Ich mache mal wieder Pause. So, und jetzt kommt gleich unser Meisterstück. Also jetzt haben wir V2 auch. Das können wir dann hier wieder in unsere Oberformel einsetzen. Und bei V3 müssen wir uns jetzt wieder einen Kopf machen. V3 ist auch schön. V3 sieht so aus. Wir schmeißen die vordere Wand um, so wie wir die hintere umgeschmissen haben. Dann liegt die vordere Wand so da. Hier kommt der Torausschnitt. Umgefallen. So sieht die jetzt aus. Jetzt müssen wir hier die Maße ranschreiben. Achtung, diese ist das gleiche wie die andere. Hier gibt es eine Frage.
Jetzt mache ich das Gleiche hier. Ich schneide hier raus. Das bleibt übrig. Wenn 1 und 1 umgefallen sind, bleibt hier vorne weniger stehen. Dann sieht die so aus sozusagen. Ne? Denn die beiden anderen Wände sind umgefallen. Also gucken wir es uns nochmal an, wie es aussehen muss. Wir haben hier dann dieses Stück, denn hier waren die anderen Wände dran. Das ist wieder 3,4 Meter. Einverstanden? Das ist 3 Meter. Das war ja unser originales Dinges. Wir haben hier auch wieder die Dicke. Und zwar von hier bis hier sind wieder 0,3 Meter. Das ist alles noch in Ordnung. Und jetzt müssen wir uns noch um das kümmern. Und das war leicht. Das waren 2 Meter breit, 2 Meter hoch. Also, jetzt haben wir hier 2 Meter. Und wir haben hier 2 Meter. So, wie gehen wir jetzt an V3 ran? Wir sagen ganz einfach, das ist genauso wie eine V2, stimmt's? Das ist die gleiche Wand, oder? Oder nicht? Kleiner Moment. Also, wir sind uns einig gewesen, die beiden gegenüberliegenden Wände, die wären beinahe gleich. Also das heißt, die Abmaße, 3,4 Meter, 3 Meter, das zählt trotzdem. Die umgefallene Wand, die ist wie V2. Und wir ziehen ab, das was hier fehlt, das hellgrüne, 2 Meter mal 2 Meter mal 0,3 Meter. Bis dahin klar? Und dann können wir jetzt rechnen. Und jetzt haben wir das nächste, also wie gesagt, dieses hellgrüne, das habe ich mal 2 mal 2 ist 4 mal 0,3 ist 1,2 Meter mal Meter mal Meter, wieder Kubikmeter. V2 konnte ich hier direkt übernehmen und ich ziehe die 1,2 Kubikmeter von dem hellgrünen, was ja fehlt, ab. Und dann müsste das 1,74, nee, ich habe mich verrechnet, ich korrigiere, müsste was anderes übrig bleiben. Also 1,86 Kubikmeter. Das ist der Haken da dran. Das heißt, wir werden uns in nächster Zeit, wenn wir mit solchen Körperberechnungen uns beschäftigen, werden wir immer wieder aufpassen müssen. Und zwar, wenn es zusammengesetzte Körper sind, kommen wir nochmal zum Fall 1. Und da fehlt nichts, dann ist es alles ganz leicht. Wenn ich lauter regelmäßige Dinge habe, alles ganz leicht, kein Problem. Kann ich direkt die Formeln verwenden. Ich muss hinterher bloß entsprechend zusammenrechnen. Das ging. Wenn ich es mit Körpern zu tun habe, die eigentlich ja, ganz komisch aussehen, die sich erst entpuppen, wenn ich zum Beispiel die Wand umkippen lasse und sage, na siehste, es geht hier um das Steinvolumen, dann muss ich auch noch gucken, ob die wirklich gleich sind. Wenn Vorder- und Rückwand gleich wären, wäre es kein Problem. Aber die Vorderwand, wo ein Ausschnitt ist, die muss ich auch noch extra berechnen. Das ist das Problem in der, na, sagen wir mal, in der Zukunft. Also Geometrie heißt auch, sich mit so einem Kram rumzuärgern. Da muss man dann lieber eine Zeile mehr schreiben, dann geht es leichter. Und natürlich richtig rechnen im Kopf. Sehr zu meiner Schande. Gibt es noch Fragen? So, und jetzt kommen wir hier zu dieser Formel wieder zurück. Die habe ich mal kopiert. Die füge ich jetzt hier wieder ein und dann werden wir die mit Leben erfüllen. Was wir dann damit machen. Also, wir wollen ja ein Steinvolumen haben. Jetzt sagen wir V1 mal 2. V1 hatten wir gesagt, sind 9 Kubikmeter. Jetzt schreiben wir einfach, ich mache mal hier oben weiter, V Stein ist, V1 sind 9 Kubikmeter mal 2. Plus V2 waren 3,06 Kubikmeter. Plus V3 1,86 Kubikmeter. Und das Ganze zählen wir zusammen in der Nebenrechnung oder machen wir es wie immer. Aber hier kann ich zum Beispiel schon sagen, machen wir es nicht so spannend, das sind 18 Kubikmeter. Naja, und den Rest, das kriegen wir wohl gleich zusammen. Also V Stein ist gleich 18 Kubikmeter plus was hier hinterkommt und das haben wir dann gleich. Ich mache mal Pause. Naja, und wenn man es zusammengezählt hat, wir kamen jetzt eben auf 22,92 Kubikmeter. 22 Kubikmeter Steine, das ist echt viel, wenn man überlegt, dass so eine Palette nur einen Kubikmeter Steine hat. Dann steht plötzlich der ganze Hof voll für so eine olle Garage. Voller Paletten. Das sind dann rund 23 Paletten, muss man da hinstellen und muss die alle Steine dann verbasteln und verbauen. Wir dürfen aber nicht vergessen, 10 Meter ist auch ganz schön lang. Gut. Ja, genau. Ich hätte hier aufpassen müssen, aber ich war wahrscheinlich abgelenkt innerlich. Wenn ich hier 9 Kubikmeter mal 2 rechne, kein Problem. 3,606 Kubikmeter plus 1,86 Meter. Da hätte es mir auffallen müssen. Habe ich Mist gemacht. Hier fehlt noch die 3. Ansonsten sind wir fertig mit dem Berechnen.
Viel Spaß beim Üben. Also Aufgabe angucken, Stopptaste drücken, selber hinschreiben, macht schlau. Und wenn man dann zum Schluss drauf gekommen ist, dann herzlichen Glückwunsch.